Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Portal 2. So, gucken wir uns mal die nächste Testkammer an. Was ist mit dem Ding los? Okay. Hier haben wir wieder Flabby. Aha. So, erstmal hier raufspringen. Gucken, wann das Ding kommt. Dann können wir uns ja einfach da drauf werfen. Oder auch nicht. Das war ein bisschen verkehrt. So. Jetzt aber Beeilung. Boings. Guck mal vor, wie so ein Flummi. So. Dich werden wir sicherlich... Ach, da vorne brauchen wir dich. Okay. So. Nee, ich will ja hier raufspringen. So. Dich lassen wir einmal kurz los. Dann gehen wir jetzt einmal da rüber. Und was hat mir das jetzt gebracht? Aha. Ich glaube, ich weiß schon, was gemeint ist. Auf dem Flabber! Okay, und da oben ist zu. Hä? Okay. Wie cool ist das denn? Okay, und nochmal zurück. So, und jetzt hier einmal drauf. Dahin und... Ja, wo ist denn hier... Der nächste wäre ja hier. So, und auf dem Flabber. Und rüber da. Falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Aha. Voll die Oldschool-Tests. Kann man hier. Aber das Rückstoßgel ist echt schon nicht schlecht. Macht auf jeden Fall Laune. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ach so. Okay. Mhm. So, ich glaube, ich habe auch schon gesehen, wo wir hin müssen. Ja, in die Suppe wollen wir nicht. Aha. Hier können wir ein Portal machen, da können wir ein Portal machen. Aber wo muss ich genau hin? Da kann ich ein Portal machen. Weiß gar nicht, bin ich jetzt eigentlich noch mit... Nee, ich habe gedacht, ich bin vielleicht noch mit Rückstoßgel in Verbindung gesetzt. Da sehe ich jetzt nicht so weit.
Das ergibt hier nicht gerade Sinn gerade. Jedenfalls nicht auf den ersten Moment. Hier ist auch nichts. Bestimmt irgendwo so mies versteckt, dass ich es einfach nur wieder nicht sehe oder einfach zu blind bin. Weil das da oben bringt mir ja überhaupt nichts. Ich habe ja hier noch nicht mal irgendwas in der Nähe, wo ich denn hätte draufhüpfen können. Von hier oben sehe ich auch nichts, wo man drauf springen könnte. Kann ich hier auch wieder zurück? Nee. Das heißt, die Rätselslösung muss ja hier irgendwo sein. Die kann ich nicht schießen. Wäre auch zu einfach, denke ich mal. Aber wo muss ich jetzt weiter hin? Jetzt hier ins Wasserfall, dann bin ich ja sowieso tot. Wäre also nicht so cool. Ich glaube, ich habe es gefunden. War aber extrem spärlich versteckt hier oben. Das kleine Ding. Und jetzt? Nee. Ah. So komme ich in die Testkammer. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Wo habe ich jetzt den Ball hingeschossen? Ach, wie cool. Dann kann ich hier jetzt alles mit mit dem Dings kleistern, oder was? Ah, cool. Okay. So, lass mal noch einen fliegen. Das ist ja echt eine coole Mechanik mit dem Gel. Oh, und jetzt kann ich nämlich hier einfach so drauf hoppen. Kann man hier noch einen rausholen? Komm mal her. Batz. Komm ich hier hoch? Okay, und jetzt bräuchten wir hier ganz schön viel Schwung, damit ich da hinten durch kann. Aber Moment. Muss ich auch anders erreichen können. Nee, das klappt schon mal nicht. Komm einfach nicht hoch genug. Das dürfte aber eigentlich gehen. So. Ah. Jetzt aber. So, jetzt ist hier aber alles leer. Das heißt, ich muss jetzt von hier aus nur einen so hinmachen. Mal sehen, wie weit der fliegt. Nicht allzu weit. Oh, hoffen, dass wir den jetzt so hinkriegen. Den Sprung. Na dann, wollen wir mal. Ei. Ich habe vorhin enthielt übrigens
fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ja, schönen Dank. Okay, weiter zur nächsten Gummikammer. Also bis jetzt finde ich die Gummikammern echt nicht schlecht. Ist mal wirklich eine Abwechslung, anstatt, ja, die Portal, Rätsel. Und das jetzt in Verbindung noch? Nicht schlecht. Möchte auch so ein Gummigel haben. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Ja, zum Glück habt ihr das nicht gemacht. Hä? Okay, auf der einen Seite kommt Wasser. Hä? Verstehe ich noch nicht so ganz, aber gucken wir mal. Ne? Ach, das Wasser verhindert quasi, dass der Ball da durchkommt. Aha, aha. Wahrscheinlich brauchen wir denn irgendwie da drüben. Aber wie wollen wir sonst da hochspringen? Das Wasser kann ich auch nicht wegmachen. Es sei denn... Na? Da ist er. Wir springen erstmal da hoch. Somit haben wir dann nämlich das Wasser weg. Oh nein. Nein. Es war doch schon fast richtig. So. Jetzt aber. Okay, war schon nicht schlecht. Und Wasser macht es wieder weg. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Nee, hä? Muss mal gucken, ob ich hier... Nee, da komme ich so nicht hin. Hier vielleicht. Ja, wow. Mal mal so. Hä? Was mir das bringt, habe ich noch keine Ahnung. Aber ich mach's mal. Der fliegt irgendwo da hinten hin. Okay, das hat nicht geklappt. Nur was. Hoppala. Mal anders aus. Ja, das klappt so auch nicht.
Ja, aber es ist viel zu hoch. Das ist das Problem. Da oben an der Decke ist auch ein bisschen was. Hoppala. Ich kann ja nicht überall hinschießen damit. Achso, halt. Könnte ich noch ein bisschen mehr rausholen. Kriegen wir vielleicht den Boden so ein bisschen voll, aber ob mir das jetzt wirklich hilft, werden wir gleich sehen. Ja, springen wir einfach mal. Hoppala. Na, ich glaube, es hat noch nicht ganz gereicht. Ne. Ich kann aber hier so machen und dann. Jetzt nochmal. Und sterben. Das kann ich auch. Sogar sehr gut. Okay, ich muss das deutlich weiter oben anbringen, wenn ich das. Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp: Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Treffe ich eigentlich da die Wand? So. Ja. Ach, da oben treffe ich die andere Wand. Das hilft mir jetzt auch nicht. Machen wir hier erstmal noch den Klecks hin. Und jetzt können wir hier nochmal ein paar Kleckse mehr machen. Mal sehen, vielleicht reicht das ja jetzt so aus. Und let's go. Okay, ich müsste da oben irgendwie noch was haben. Das war ganz schön knapp. Okay, gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Okay, jetzt hat mich hier irgendwas abgebremst. Okay. Wird ein bisschen verwirrend. Okay, das ist die Wand da oben, die mich blockt. Okay. Eigentlich müsste. Ja, ich müsste dann ganz schnell da, dann komme ich da und dann da. Okay, nochmal. Nein, 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 da bin ich gegens Geländer gekommen. Das war verkehrt. Falsches Portal. Ah, jetzt muss ich das Ganze wieder vorbereiten, ne? Ruhig bleiben, sag ich dir. Ja. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. So, und jetzt muss ich hier einfach nur ein bisschen rumklicksen noch. Um
ich das hier auch gut treffe. So. Hier vielleicht nochmal ein Klecks. Okay, die Wand ist voll. Die Wand ist voll. Jetzt muss ich quasi. Na, eigentlich müsste ich hier den ein, das eine Ding hinmachen. Und dann muss ich mal gucken hier, dass ich eigentlich hier auch hoch genug bin. Nein, das war nicht richtig. Ich muss ja eigentlich nur von dem einen Loch in die andere, ins andere Loch schnell genug hin und her fallen. Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. So, hier nochmal. Dann hier. Und jetzt die Außenwand. So. So, und jetzt die höchste Stelle. Schön fetten Klecks. Damit es jetzt auch klappt. So, jetzt muss ich den einmal. Eigentlich müsste ich ihn hier hinsetzen. Oder? Na, hier eigentlich eher so. Warum klappt das nicht? Vorhin hat es doch auch geklappt. Jetzt hätten wir zurückspringen müssen. Ich hätte ein Ding setzen können und. Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Oder Moment. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. So, nochmal vorbereiten hier. So. Schön weit weg. Und den obersten machen wir schon voll. So, wenn ich jetzt hier springe. Okay, der ist zu hoch. Da stoße ich dann schon mit dem Kopf an und dann hänge ich in der Schleife. Ah, Mann. Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Ja, wie gesagt, das haut so nicht hin, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, jetzt hier nochmal drüber schießen. Okay.
Jetzt weiß ich auch, woher die kommen. Die kommen durch das Ding da oben dran. Ist das berücksichtigt? Okay, probieren wir es jetzt nochmal. Hier einen hin. Und durch da. Na, sobald das halt aufhört, ist Game Over. So, jetzt hier einmal rausfallen. Okay. Oder komme ich vielleicht da oben sogar noch weiter raus? Wäre das vielleicht besser? Weil ich ja dann von hier aus... Ist das vielleicht so gedacht? Ganz ehrlich, ich könnte mich selber ohrfeigen. Ich könnte mich selber ohrfeigen. Eigentlich so ein leichtes Rätsel und ich kam da jetzt nicht drauf. Oh Gott. Gut, aber wir machen jetzt hier erstmal den kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.